Hat mich nicht ganz getraut. Da waren die Sirenen und dann gab es eine Explosion. Oh. Also, Papa hat geschrien und ist aus dem Klassenzimmer gerannt. Sie hat uns einfach alleine gelassen. Ich verstecke mich ins Klo. Draußen schreien alle und haben Panik. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Hilfe, bitte. Okay. Das. Wieso sind hier Zombies bei? Mann, das geht um Zeitreise hier. Oh Gott. Oh Gott, ich höre jemanden laufen. Oder bin ich das? Hey Mann, hier läuft einer. Ich glaube, ich bin das. Okay, Leute, lest es, wenn ihr wollt. Ich kann es jetzt nicht. Würde zu lange dauern. Dr. Demichev hat uns gesagt, die Ausrüstung, die sie in der Schule installieren, sei sicher, aber ich mache mir Sorgen. Ich habe einen Freund, der im Tierversuchslabor arbeitet. Und er meinte, N99 mutiert lebendes Fleisch. Wie können die Kinder so etwas aussetzen? Oh Gott, was ist denn hier? Oh nö. Guck mal, das sieht man schon. Ich gehe weg. Jetzt werde ich wieder erschreckt. Ich sehe, ich rieche jetzt schon. Boah, die Armen, ey. Naja, wer lebt auch schon auf so einem Scheißort? Auf so einer Scheißinsel, meine ich. Nicht auf so einem Scheißort, ey. Ich verlerne hier nur mein Deutsch bei der ganzen Angst. Mal, wie viel ist denn hier drin? Ich will keine Bilder sehen. Mein Gott. Okay. Ich verstecke mich jetzt immer irgendwo. Weil sie Ärsche sind. Gnome. Wurde eine Basis erbaut, um zu studieren. Unsere Wissenschaftler glauben, dass wir durch den Einsatz von E99 eines Tages Erstaunliches erreichen werden. Wie unfruchtbares Ackerland wieder fruchtbar zu machen. Oder aus einem Kranken einen Supersoldaten zu machen. Man hofft sogar, bei alten Menschen die Uhr zurückzudrehen und sie wieder jung yeah. zu können. Das bedeutet, dass wir keine Angst mehr vor der Atomkraft haben. Ab in Eier. Ja, scheinen sie. Vielleicht können wir mit seiner Hilfe sogar durch die Zeit reisen. Wozu es auch nutzbar ist. Wir können nur ruhig schlafen, weil wir wissen, dass E99 uns vor den Bösen des Westens schützt. Sowjetunion zu einer sicheren, freien Supermacht macht. Okay, ich bin sehr paranoid. Das ist mir jetzt schon aufgefallen, weil... Wenn sowas endet, dann kann auch mal irgendwie ein Zombie von hinten kommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wieso nur, wieso? Schaut mal in eine Playlist rein. Falls ihr noch die anderen Projekte nicht kennen solltet. Oh Gott. Nein, 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 nein. Oh, bin ich doof. Egal, hier könnte ich theoretisch jetzt aufhören. Dann wären das aber drei kurze Parts und das will ich nicht. Boah, hab ich mich... Alter! Hör doch auf, mich zu erschrecken, du Scheißspiel. Boah. Was hab ich mir da nur angetan? Okay. Headshots wirken anscheinend. Jee. Bist du denn für ein ekliges Vieh? Naja. Das Spiel ist brutal und erschreckend. Aber damit muss ich umgehen können. Oh Gott. Was eine Atmosphäre auch. Und zu viele Ecken. Die können von überall kommen. Ich hoffe, ich mache euch mit, paranoid. Es gab einen weiteren Vorfall. Noch viel schlimmer als der letzte. Warisovs Schwelle wurde überschritten.
Wir sichern die Anlage, dann werden wir den Hügel hinabgehen. Wir müssen Katurga 12 sofort verlassen. Was knurrt hier so? Ich krieg grad voll die Gänsehaut. La 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 la. Stirb doch! Hey! Nein, du tötest mich nicht. Geht doch. Hör doch auf, nur letzte Atemzüge zu machen. Okay, Leute. Memo an mich selbst. Lest dir die Genres durch, die da an dem Spiel dran stehen. Und spiel nicht. Oh Gott. Und fang nicht einfach an zu spielen. Ja, nimm. Ja, nimm doch. Geht doch. Das Hauptsturmgewehr der UdSSR. Der Name bedeutet Fehler der Getöteten. Die Waffe ist eine tödliche Kombination von Feuerkraft, Reichweite und Präzision. Alter Falter. Ich hoffe, ihr seid auch so... Boah, so schreckhaft wie ich. Das ist schon heftig, was bei mir abgeht. Naja, ich hoffe, dass euch das dazu animiert, euch auch zu erschrecken. Weil ich glaube, desto ängstlicher der Kommentator ist, desto ängstlicher sind nur die Zuschauer. Oh Gott. Worauf habe ich mich eingelassen? Ich... Oh. Okay, ich habe einen Freund gefunden. Nee, nee, noch nicht. Ja, klar. Hä? Ja, genau. Oh, tot. Und jetzt? Mein Gott, ist das eine Soundkulisse. Was für eine rechte Seite? Okay, verreckt. Verdammt gut dich zu sehen, Renko. Wenn du nicht gekommen wärst, wäre ich tot. Tja. Wir hätten uns gestern schon mit dem Rettungsteam treffen sollen. Gehen. Ja, lass uns hier mal verschwinden. Ich habe auch keine Lust mehr auf Zombies. Ich glaube, da liegt daran, dass ich... oh Gott, sieht das geil aus. Zu früh in meinem Leben Zombie-Filme gesehen habe, dass ich so... schreckhaft bin. Sowas habe ich noch nie gesehen. Haben die Russen die gemacht? Und wenn ja, wieso? Als ob das gewollt wäre. Vielleicht habe ich es nur überhört, aber ich bin ziemlich sicher, von einer massiven Energiesäule in den Himmel war in der Einweisung nicht die Rede. Na, glaube ich auch nicht. Wir Devlin 4-1, hören Sie mich, Titan 1. Titan 1, hier ist Devlin 4-1. Ma, der ist schon tot, lass ihn doch. Bitte kommen. Steht die Evakuierung. Der will ja aber auch ganz schnell weg, merke ich. Oder merkt man. Ich denke, ihr merkt das auch. So viel Angst, wie der hat. Ich bin total mutig. Ich hab... Boah, renn doch nicht so behindert. Ich renne natürlich ohne Angst durch. Ich weiß ja, wie mein Bruder so Sachen spielt. Der ist das genaue Gegenteil von mir. Ich schleiche durch und er rennt einfach eiskalt durch. Halten wir uns an den Plan. Zum Funkturm. Vielleicht finden wir da Ausrüstung, wenn... Das ruckelt gerade ein bisschen. Frag mich nicht, warum. Gelangen Sie zum Funkturm, Titan 1 zu kontaktieren. Dieser Ort ist alles andere als verlassen. Ja, sehr schön. Stimmt nicht. Wir müssen zumindest den Funkverkehr von Titan 1 hören. Ja, und wohin? Sind hoffentlich auf dem Weg, verdammt nochmal. Ach so. Inhalt wird gespeichert. Also gut, dann werde ich jetzt aufhören, Leute. Ja, die nächsten Parts, die seht ihr dann, falls ihr mich abonniert habt. Oder falls ihr die Playlist irgendwie gespeichert habt. Okay, ich bin ein Schrotflintenmann. Die Uniform sieht etwas anders aus als die, die... Okay, ich höre dann jetzt hier auf. Wir sehen uns beim nächsten Part. Ich hoffe, es gefällt euch. Viel Spaß weiterhin. Bis dann.